Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Vizibis Revelation mit mir, eurem Illyria und dem... Opa, was hast du vor? Ah! Ich wusste es doch. Jetzt dreht er sich so ganz langsam gemächlich um. Wo bist du? Wo bist du? Er ist abgehauen. Der fliegt! War nicht, er fliegt, er fliegt. Ja, das auch. Oh, herrlich. Ich liebe es, wenn der Jetpack-Sound abgestürzt ist. Ja, bei mir auch. Ah, oh, ist das schön ruhig. Jetzt kannst du in aller Ruhe fliegen. Gut. Also, liebe Zuschauer, in dieser Folge haben wir auf jeden Fall Folgendes vor. Und zwar, ich habe hier, wie ihr wisst, immer noch, Betonung auf, immer noch, den Void Orb in meiner Tasche. Tier 3, aber die Structure Frames immer noch auf Tier 2. Da waren wir stehen geblieben, weil die müssen wir jetzt mal endlich langsam auf Tier 3 hochbringen. Und das wollen wir in dieser Folge machen. Hoffentlich mit weniger Ablenkung. Opa, ich habe immer noch die Holzkohleachse in der Tasche. Die wolltest du doch der Compacting-Maschine geben. Joa. Muss ich mal dran denken. Ich gebe dir die Axt mal, damit ich es nicht vergesse. Hier. Legst du dir hin. Da. Aber guck mal, ob ich es vergesse. Ah, ich wollte dich gerade eine klatschen. Klapp. Und nehmen wir das, keine Ahnung. Haha. Erwischt. So. Ah, hier steht ja auch noch so ein Ohrminer. Der muss ja auch noch weg. Das ist der. Ja, hier ist auch noch ein Void-Ohrminer. Ja, der muss auch noch aufgewertet werden. Jupp. Hä, funktioniert. Ja, der funktioniert. Stimmt, der muss hier. Der ist noch auf Tier 1. Ernsthaft? Ja, das wolltest du schon seit. Gefühlten 10 Jahren machen. 30 oder 40 Folgen wolltest du schon machen. Ich sag mal Jahre. Gefühlt 30, 40 Jahre. So. Und gut. Ich sehe jetzt. Gut, dann machen wir erstmal, wie gesagt, das, wo ich stehen geblieben war. Und zwar den ersten umbauen. So, ich brauche 52 Structure Panels. 56 Structure Frames. So. 56. Das ist R. Achso. 56 Structure Frames Tier 2. Die muss ich jetzt alle hochcraften zu Tier 3. Genau. Also. Fertig. Dafür brauche ich jede Menge Diamanten, jede Menge Netherquarz, jede Menge Kyronite und eben die besagten Structure Frames Tier 2. Und genau das machen wir jetzt. Add Environmental, genau. Add Environment. Hallo? Environmental. So. Tier 3. Genau. Den rausnehme. Okay, möchte das nicht. So, und? Jawohl, wir haben 56 Structure Frames Tier 3. Nächste Stufe. Wir brauchen 52 Structure Panels. Oh. Wir haben nur 16 Stück. Ernsthaft? Haben wir noch welche in der Tasche? Na, hier drin. Moment. Add Environ. Nichts Modifizierer. Verbinder. Internetverbinder. Kyronite. Okay, dann müssen wir... Moment, ist das wirklich so ein großer Sprung? Tatsache. Von Void Omaya Tier 2 zu Tier 3 brauche ich statt 16 Structure Panels plötzlich 52. Ja. Das ist doch mal eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Und ich brauche einen vierten Laserkern. Gut. Kurz ausrechnen. 26. 30. Genau. 36 brauche ich noch, wenn ich richtig gerechnet habe. Nicht da rein, sondern da rein. Nach. Verdrückt. Ja, entschuldigt, liebe Zuschauer. Ich spiele nämlich nebenher noch andere Spiele. Und da sind die Tastenkombination ein bisschen anders. Da muss man überlegen. So,
Verbinder Gold und Eisen. Ich glaube, hieran wird es wohl scheitern. Nein, es scheitert tatsächlich an Gold Nuggets. Ernsthaft? Machen wir 2 Stacks Gold Nuggets. Das müsste dann hoffentlich reichen. So. Intent Verbinder, die reichen auch nicht. Wir haben einen ganzen Stack Verbinder. Braucht nur ein bisschen Eisen und Redstone. Da habe ich gerade 36, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, kann ich sie ablesen. Okay, es fehlt. Moment mal. An was fehlt es denn jetzt schon wieder? An Eisengitter. Mal 2 Stacks. So, 8. 36. Es fehlt an Goldnuggets. Oh, nicht schlecht. Sechsunddreißig ergibt 52. Jawohl. Laserkern habe ich 3. Waren das 3 oder brauche ich 4? Ich brauche einen vierten. Alles klar. Und der vierte. Modifier brauche ich auch. Wie viele Modifier soll ich bauen und was für Modifier hättest du gern? Was gibt's denn? Es gibt, suche ich gerade raus, Geschwindigkeits, Luck. Wie, das war's? Okay, es scheint nur Geschwindigkeit und Luck zu geben. Okay, wie viel Modifier kannst du machen? Und Genauigkeit. Wie viel Also, Modifier kannst du einbauen? ich kann 8 Stück einbauen. Nur bedenke, der Stromverbrauch, der steigt natürlich, ne? Geschwindigkeit, Genauigkeit und Lack. Genau. Inwiefern macht sich das beim Stromverbrauch bemerkbar? Was denkst du dir wohl? Keine Ahnung, deswegen frage ich ja. Ein Modifier lässt den Stromverbrauch ziemlich hoch steigen. Ich kann ja mal erstmal welche herstellen. Und zwar Genauigkeit. Du hattest doch, warte mal, was für eine Linse, welche Linse wolltest du für den? Gold. Gold. Das ist eine goldfarbene Linse, soweit ich weiß. Aber Gold ist wieder aus? Ernsthaft? Ich warte auch, dass wir nicht wieder Gold bekommen, weil wir haben nichts mehr. Tatsache. Alles klar. Immer noch. Ja. So, Tier 3. Der will für Gold eine gelbe Linse. Warte mal, haben wir nicht noch eine Truhe? Oder gelbe Linsen? Haben wir nicht noch Linsen? Ich meine, wir hatten doch Linsen. Nein, hier nicht. Ich mag keine Linsen. Es kommt drauf an, wenn die lecker zubereitet sind, schmecken sie. Ich mag keine Linsen. Hier sind keine. Habe ich hier eine drin? Wenn, muss ich einfach mal eine Linse herstellen, ist ja nicht schlimm. Einfach einen aus dem einen meiner da rausholen. Hier ist zum Beispiel eine mit einer gelben Linse. Der Void Ore Miner 3 Tier 1. Okay. Nee, das ist Ressource. Ich guck mal hinten. Ich meine, hinten im Koffer war noch was. In meiner Tasche. Ah, nee, hier ist noch einer. Hier ist noch ein Tier 1er. Der hat auch eine goldene Linse. Ich habe eigentlich alles auf goldene Linsen, weil wir einfach kein Gold kriegen. Ja, dann mach ich einfach noch ein paar Linsen. Ist ja nicht das Problem. So. Weil es eine gelbe, ne? Ja, eine gelbe Linse. Muss man eine Linse herstellen? Na komm, ich will die weiße. Mal anders. Weiße. Hallo. Ja, manchmal will die Maustaste nicht. Nein, das ist nicht richtig. Ich will diese hier. Die. Wo ist die klare Linse? Da. Saubere. Och, wie billig. Gelbe Linse. So, gelbe Linse habe ich auch. Dann bauen wir den mal wieder auf. So, welcher ist jetzt das hier? Welcher Void Ore Miner?
Erzsteinbruch, das ist auch schon Tier 3, ja. Der hat eine. Hat der eine Crystal Lens? Was für eine Lens hat der? Der hat eine Crystal. Okay, der ist darauf geeicht, bevorzugt die wichtigsten Klamotten zu fördern. So, dann machen wir jetzt den Void Miner hier weg. Das ist jetzt. Hat er eine Beschilderung? Der hat eine Beschilderung. Das ist jetzt der Void Miner 4. Ach, warte mal, hier ist noch ein Schild. Jetzt weiß ich, was das für einer ist. Void Miner 1, Tier 2. Okay. Das ist aber nicht richtig. Moment, was hat der jetzt? Wo war ich denn letztes Mal stehen geblieben? Der hat jetzt ID Kanal 8. Bist du zufälligerweise in der Nähe der Energieversorgung der Void Miner? Da muss ich jetzt selber auskundschaften, wo es welcher Miner sitzt. Der hat jetzt auf jeden Fall ID 8. Gucken wir mal. Nehmen wir eine Abkürzung. So. Der hat 8. Link-ID 8. Der hat 9. Na komm. Der hat 11. Der hat 12. Der hat 13. Die Query hat 7. Die Query ist abgeschaltet, ne? Die kriegt ja die. Ja, genau, die ist glaube ich abgeschaltet. Die arbeitet nämlich nicht. Left. 4500. Okay, also der Einser ist 8. Meine 1, Tier 2. Das muss umgeschrieben werden, weil das ist ja schon ein Tier 3er. Wollt auch meiner. Meine 1, Tier 3. Gut, dann ist das, wie ich jetzt in der Hand habe. Bist du doch normalerweise auch die Batterie in der Hand haben. Moment, irgendwo muss ich noch die Batterie in der Hand haben. Energie 0. Was hat der hier? Der hat keinen, okay, der hat keinen Code. Der hat Link. Ah, Moment, ich habe hier Link-ID 10. Welcher von denen hatte 10? Wahrscheinlich gar keiner. Der hat 9, der hat wahrscheinlich 11, genau. Dann ist 11 gerade nicht im Gebrauch. Genau. Tier 2. Aber hier ist auch noch einer. Hier ist 10, alles klar. Der 10 ist der Miner 3 gewesen. Dass ich den hier unten übersehen habe. Dann habe ich hier gerade den Miner 3. Würde ich mal sagen. Wo habe ich jetzt den Chip? Habe ich den nicht hier mit rausgenommen? Nee, da ist er. Was Chips? Nicht Mikrochips. Der ist leer. Packen wir weg. Holen uns das Ding hier raus. Gut, dann weiß ich wenigstens, welchen Miner ich gerade in der Hand habe. Den Miner 3. Weil die müssen ja richtig bezeichnet werden, sonst weiß man nicht, wo man war. Meiner 3. Nein, das ist falsch, die Beschilderung. Der hat nämlich 12. Da ist der Fehler. Kannst du denn nochmal mit Tankkarten vorbeikommen? Bei Gelegenheit. Ja. Und mit Screenkarten. Mache ich. Mache ich mal ein X rein, weil unbekannt. Oh, warte mal, das ist doch der Ressource. Genau, das ist nicht der Void. Oh, nicht der Void, oh meiner. Wie viele brauchst du? Drei. 3 Stück. Ja, kann ich eben herstellen. Flut plus Screen Modul.
Okay, ich hab's doch in der richtigen Reihenfolge. Dann komme ich mir eben zur Tankebene. Ach, stimmt. Der Bildschirm funktioniert ja jetzt auch endlich. Stimmt, der war ja nicht funktionsfähig. Ach, eine neue Reihe machst du. Aber hast du die denn jetzt aufgezogen? Oder standen die schon länger? Nein, eben gerade. Okay. Dann fange ich mal an. Oh, ich hab Hunger. Ich kann nicht mehr laufen. Was denn das? Ich kann nicht mehr laufen. Solche Gehhilfen holen. Nö. Ich esse nur eben was. Oh, ein Paper Cone ist mal übrig geblieben. Das letzte Mal war er nicht. Okay. Ja, ich kann wieder rennen. So. So, was für sind das? Was für sind das für welche? Wir nennen es erstmal als Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Brauchen bald einen zweiten Bildschirm, aber das ist nicht das Problem. Wenn die Flüssigkeiten mehr werden sollen, versteht sich. So, sind drin. Alles klar. Das macht die Energieversorgung. Batterie ist. Oh, ich werfe mal Generator A an. Von der Batterie Nee, ist schon. Nein? lass laufen. Im Moment Okay. hält sich das ziemlich die Waage. Alles klar. Gut. Zurück zu diesem Void-O-Miner. So, der weiß Void-O-Miner 4. Also Spinne, was willst du denn hier? Wie und wo quetsche ich jetzt die Leitung nochmal dazwischen? Weiß ich nicht. Hier ist. Ne, ich muss noch weiter. Würde sagen, ich mache hieraus erstmal die wichtige Truhe. Jetzt pisst es schon wieder. Ich habe durchgearbeitet. Ich habe durchgearbeitet. Das heißt, was haben wir hier für eine Batterie drin? 50.000 der 11 kann die Batterie. So, Okay. die brauche ich noch. Nix für Tasche, gut. So, Insert. Jetzt geht hier alles rein. Genau, das war jetzt der Einser. Tier 3. Void Ore Miner 1, Tier 3. So, jetzt wird der Void Ore Miner 4 abgerissen. Behält er seine Chipkarte?
Oh, sehr gut. Erstmal den Rucksack, sonst habe ich gerade, sonst habe ich gleich zu viel in der Tasche. Das hier brauche ich erstmal nicht mehr. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Den Schissel brauche ich gerade nicht. Meinen Fackelfresser brauche ich jetzt nicht. Die Truhe brauche ich jetzt nicht. Jetzt brauche ich den Assembler. Da. Ich fange jetzt mal an, unsere dicke fette Baustelle hier hinten mal so leicht mal zuzukippen, ne? Ja. Oh, das ist eine schwarze Linse, der vierte. Ach so, ich habe. Ach so, okay. So, der ist abgebaut. Es kann theoretisch zugemacht werden, weil der neue wird ja anders platziert. Okay, Moment. Da war das nochmal F9, ne? Jupp. Der steht da. Okay, Moment. Dann kommt der Controller. Habe ich das schon richtig markiert? Ernsthaft? Ich habe das schon richtig markiert? Träume werden wahr. Nicht den R1, sag ich wohl den Dreier. So. Darf ich den da lassen? Ja, ne? Ja. Versuchen wir den mal aufzubauen. Dann haben wir gleich ein Tier 3, haben wir gleich noch ein Tier 3er zum am Laufen. Und dem hast du es aber auch auf Gold. Der ist auf Gold. Und der andere Tier 3 ist auch auf Gold, oder was? Wir haben bereits einen Tier 1 auf Gold. Den mache ich auch gleich auf Gold. So, irgendwas schief gelaufen? Moment. Okay, hier sind noch ein paar Lücken. Ah, das sind die Modifier-Lücken. Das ist kein Problem. Ich wollte noch mal Modifier einsetzen. Ich bin sicher, ich hatte noch welche rumfliegen. Ich bin sicher, ich hatte noch Modifier. Klar, hier muss dann noch eine Batterieverlängerung. Hier habe ich keinen, okay. Okay, dann craften wir einfach welche, wenn wir keine Modifier haben. Ich denke mal, du setzt Wert auf Geschwindigkeit und Genauigkeit. Was genau willst du mit Genauigkeit sagen? Genauigkeit heißt, wenn mit einer Gold, mit einer gelben Linse ist die Wahrscheinlichkeit, Gold zu ernten, nicht bei 100%. Mit einer Genauigkeit wird aber diese Effizienz auf dieses bestimmte Produkt erhöht. Alles da machen. Gut. Dann mache ich. Wie viel kann ich reinsetzen? Wie viel waren das nochmal? Hier fehlen welche, genau. Ich mache mal 4 Genauigkeit. Nur ich glaube, die Genauigkeit sind richtig Stromfresser. Befürchte ich. Müssen wir ausprobieren. Ich glaube, das waren 8. Ich guck mal nach. 8 Stück. Also 4 Speed, 4 Genauigkeit. Nur bei Glück, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz schlüssig. Weil Genauigkeit ist doch normalerweise schon die höhere Genauigkeit auf Gold. Was jetzt Glück bezweckt, das weiß ich gerade nicht. Also Luck, keine Ahnung. Vielleicht, dass ins zweite dazukommt? Vielleicht das? Keine Was Ahnung. man. Denkbar. Dann nehme ich 2 Glück, 4 Genauigkeit und 3 Geschwindigkeit. Versuchen wir erstmal. Okay, erstmal nach dem Lack suchen. Genauigkeit, so. Regenmodifier, das ist für die Wettermaschine, genau.
Uiuiui, okay, das ist noch nicht so teuer. Ja. Okay, versuchen wir es. Nichts, Modifier. Intern Verbinder. Wieso bin ich nicht in dem Crafting-Menü? Geht doch. Haben wir 6, nichts. So, Genauigkeit. Was fehlt? Block of Diamond und Mika. Nein! Ach, Mika haben wir. Oh, Gott sei Dank, hab mich verguckt. Block of Diamond. So, 4 Genauigkeit, hatte ich gesagt. Gut, dann hatte ich gesagt, Moment, Geschwindigkeit. Nee, warte mal, erstmal Lack. Wieso habe ich das jetzt weggemacht? So. Was? Für Lack brauche ich Zaubertische? Ernsthaft? Ja. Auch nicht schlecht. Hey, brauche ich Bücher? Eieiei, okay. Okay, es fehlt dann auch. Brauche ein paar Schablonen. Dann brauche ich ein paar Bücher. Dann brauche ich ein paar Zaubertische. Wollte wenigstens 8 Stück haben. So. Jetzt habe ich 2 Lack. Bin gar nicht mal auf den Stromverbrauch gespannt. So. Das waren 8 Stück, die ich setzen kann. Dann mache ich jetzt noch 2 Geschwindigkeit. Okay, das ist kein Problem. Den weg. Den weg. So. Dann baue ich mal auf. Zwei Geschwindigkeit. 4 Genauigkeit. Und 2 Lack. So. Was fehlt? Wieso läuft der nicht? Ach so, ich weiß warum. Zwei Blöcke. Ich brauche Licht, ich sehe nichts. Ein Block. Ach, ich habe doch Nachtlicht. Höhö. Ein Block. Oh, hier ist Min. Hier ist eine Dungeon. Aber ich glaube, das wussten wir schon. Jawohl, er arbeitet. Sagt der Strom. Moment, noch gar nicht angeschlossen, aber er hat schon mal diesen Lichtstrahl.
Ah, ich weiß ja schon, was fehlt. Da fehlt noch die Linse. Er hat eine schwarze Linse installiert. So. So, mal gucken, was sagt mein Freund, der Miner. Assembled true. Okay. 700 RF pro Tick? Das ist aber wenig. Oder 750 RF, das ist ja wenig. Ich hätte mehr gedacht. So, die Batterie kommt daneben. Kannst du mal pennen gehen? Ich sag, ach so, ist Nacht. Ich habe Nachtsichtgerät angehabt, deswegen habe ich es nicht gesehen. Moment. Okay. So, dann bauen wir mal die Batterie hin. So, die 10 war. Genau, das ist jetzt 1, dann ist die 10 die 2, hoffe ich. Okay, da wollte auch meiner arbeitet. Oh, ja, Opa, Stromverbrauch könnte Kopfschmerzen bereiten. Mit allen Modifiern frisst er 2968 RF pro Tick. Ich meine, irgendwann könnte das vielleicht Kopfschmerzen bereiten, wenn wir die Generatoren vergessen einzuschalten. Sonst sehe ich da kein Problem drin. Ich muss sie noch verbinden mit dem 32,4, System. 32,4, 32,4. 64.800 ist Maximalstromproduktion, die wir aktuell machen könnten. Ja. So, die Leitung will ich erstmal provisorisch legen. Später wird das alles ein bisschen hübscher verlegt. Wo ist Input? Ach, was mache ich denn da? Hier ist ja noch was. Sollte sich auch immer Wartungsschacht freilassen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich jetzt gemacht habe, aber ich glaube, da muss eine Truhe vorgeschaltet werden. Ich glaube, ich setze eine Truhe vor. Ich hab das befürchtet, das wird nicht funktionieren. Leitung 10 von 32. Von 32. 10 von 32, ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, der holt ordentlich Stuff aus dem Void. Vielleicht mache ich nur diese eine hier, das eine Loch ein bisschen zu. Erstmal das ins System schmeißen, was ich nicht brauche. Das wäre das hier, das wäre das hier. Wie mehr nicht? Oh, von mir aus. Aber wo ist meine Null? Da. So, das Loch ist gestopft. So, wir haben jetzt einen mit einer Crystal Laser Lens und wir haben jetzt einen Tier 3er mit der besseren Lens, mit der goldenen, mit der gelben. Ja, dann wollen wir mal gucken.
Mich würde eine Sache interessieren. Würde der Miner durch Glas minern? Weil Glas ist ja nicht wirklich eine Barriere. Das möchte ich mal wissen. Ich nehme mal ein Stable Läuft Glas. das Ding jetzt auch schon? Ja, der läuft. Dann schreibe ich mir mal das auf. Ja, sauber. Er meint durch Glas. Also Glas kann ich setzen, um die Löcher zu schließen. Gut, aber kannst du machen ja nichts. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich schließe mich dann in die Besuchshow. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao Leute.